Hallo ihr Lieben, zur Komplexität des menschlichen Wollens. Ich finde ja, dass die künstliche Intelligenz, die Artificial Intelligence, die wir gerade entwickeln oder die sich gerade entwickelt, uns vor super spannende Fragen stellt, auch von Fragen von der Art, wo uns rückblickend das, was es auch vorher schon gab, in neuem Licht erscheint. Und zwar können wir durchaus als mal so eine Grenzfigur benutzen. Da gibt es ja jetzt tatsächlich ernsthafte Überlegungen, ob man nicht Regierungsentscheidungen an künstliche Intelligenzen outsourced sozusagen. Ob man nicht künstliche Intelligenz als unseren Regenten einsetzen will, weil man halt realisiert, dass die Rechenleistung, die da mittlerweile besteht, deutlich höher ist als unsere eigene. Und das könnte ja dann irgendwie naheliegend sein, das zu tun. Und ne, auf der Suche nach dem perfekten Algorithmus oder der sich dann auch selber optimiert und so weiter. Wenn man das mal wirklich ernsthafter, ein bisschen ernsthafter durchspielt, realisiert man aber, dass man eigentlich auf was ganz Spannendes kommt. Und zwar, selbst wenn wir setzen, dass es eine Rechenleistung geben könnte, die die Komplexität des menschlichen Wollens abbilden kann. Also das wäre eine künstliche Intelligenz, die weiß ganz genau, was jeder einzelne Mensch zu jedem Zeitpunkt will. Trotz dieser Widersprüchlichkeit im menschlichen Wollen, dass wir das selber gar nicht so wissen, aber die weiß das dann, ne? So wie Papa wusste das mal stellvertretend für uns als Kinder, ne? Das wird dann so unser Papa oder unsere Mama oder was auch immer. Selbst wenn das so ist, dass die also besser Bescheid weiß, dann wüsste sie es immer noch nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und das ist sozusagen das Beziehungswollen. Das wird immer unterschätzt oder vielleicht wird es auch einfach übersehen, weil nämlich der Prozess, dass das so läuft, dass da also jetzt eine Entität außerhalb von mir ist, egal ob das ein anderer Mensch ist oder ob das eben künstliche Intelligenz ist, die mir jetzt von außen sagt, was ich gerade will, verändert mein Wollen. Also ich kann dann trotzig werden oder auf jeden Fall konfrontiert mich das mit irgendwas, auf jeden Fall wird es sich verändern. Wir alle kennen diesen Mechanismus eigentlich aus unserem Alltag, dass wenn jemand uns von außen sagt, du willst doch das und das, dann sagen wir, hey, Moment mal. Und selbst wenn derjenige eigentlich richtig liegt, also richtig trifft, was wir eben im Moment noch gewollt haben, verändert es sich jetzt dadurch, dass der andere uns das von außen sagt. Und also diese Mechanismen werden einfach unterschätzt und setzen halt sofort eine irre Dynamik frei, noch über die Komplexität des internen menschlichen Wollens hinaus. Also bei jedem Einzelnen von uns ist das schon irre komplex, wenn man ihn einfach tatsächlich mal isoliert betrachten würde, den Menschen, wenn man das überhaupt kann, weil wir sind Beziehungswesen von Anfang an. Also unser Wollen findet immer im Austauschprozessen mit anderen statt und ist nie, wir sind alle keine Inseln, ja, wir sind so teilgeschlossene Systeme, aber eben nur teilgeschlossen. Und wir sind gerade gegenüber anderen Menschen hin erstaunlich offen, sonst könnten wir uns gar nicht koordinieren. Ne, sonst wären wir keine soziale Spezies. Soziale Spezies heißt, klar sind wir geschlossene irgendwie Nervensysteme, psychische Systeme oder wie auch immer man das fassen will, aber wir haben ja Anschlüsse nach außen und die kriegen permanent Input und wir die senden auch die ganze Zeit und also es ist irre komplex. Man kann nur, zum Beispiel bei Kindern merkt man das ja, nehmen wir was ganz Banales, Essenswahl, was will jemand essen? Ja. Also da gibt es A, Ansteckungseffekte, dann in Kleingruppen. Wenn mein älterer Bruder das essen will, dann will ich das vielleicht auch sofort essen. Oder ich will es gerade deswegen nicht. Eben wollte ich das noch bestellen, aber jetzt will ich es nicht. So im Sinne von eben diametralen Ausleben, wo wir häufig, ne, also auch in Familien gut beobachtbar, bei wirklich tiefgehenden Dingen sogar, dass wenn zum Beispiel Kind 1 ist eine unglaubliche Sportskanone, dann wird Kind 2 keine Sportskanone. Weil das Thema ist schon besetzt und vielleicht hätte das Kind für sich irre Lust auf Sport gehabt und sportlich sein wollen, aber dazu kommt es nie, weil das Thema ist bereits besetzt und man differenziert sich also gegeneinander aus. Ja, kurz gesagt, also diametrales Ausleben in jeder Partnerschaft, in jeder Beziehung ständig da und als Gesamtgesellschaft halt auch da. Deswegen gibt es ja Modetrends, ja, deswegen irgendwie ist es nicht mehr cool, wenn es alle wollen, obwohl ich es eben noch wollte. Ja. Und da gibt es ja Menschen, die kümmert das nicht, die sind dann völlig unmodisch, untrendy. Die tragen dann die Mode von vor 3 Jahren oder, keine Ahnung, diese Fidget-Spinner, jetzt Spinner, Fidget-Spinner, ja, genau. Also vor einem Dreivierteljahr hatten noch alle Kinder im Alter von meinem Sohn das. Jetzt interessiert das keinen mehr, außer ein paar Spinner, die da halt nicht interessiert, was andere wollen. Also die gehen halt autistisch, vermeintlich autistisch, ihren Weg. Und sind halt weniger empfänglich für diametrales Ausleben. Die machen das irgendwie intern mit sich. Also diese vermeintlich unabhängigeren Menschen. Also wenn man das mal alles sehr ernst nimmt, was da an Dynamik, also auch an Beziehungswollen da ist, also inwiefern Beziehungen unser Wollen affizieren und verändern, dann tue ich mich schwer, trotz aller Rechenleistung mir irgendeinen Rechner vorstellen zu können, der uns Herr wird
und der uns nicht tierisch auf den Senkel geht, indem er uns sagt, was wir zu wollen haben. Wir erleben das ja auch jetzt schon mit den ganzen Algorithmen. Ich meine, die sind nicht so schlecht. Also wenn man schaut, was für Brains bei Facebook und Amazon im IT-Bereich arbeiten, die haben schon was drauf und dann haben wir ja auch noch Systeme, die sich mittlerweile selbst verbessern können. Ja, und trotzdem, was man da an Vorschlägen bekommt, das ist auch kein Zufall, dass das nicht so ganz, also vielleicht wird das noch besser. Ich meine, ich bin kein ITler, keine Ahnung, was da alles möglich ist, aber oft ist man allein auch nur deswegen genervt, weil man es vorgeschlagen kriegt. Also der Vorschlag ist noch gar nicht mal so falsch, aber der Vorgang des Vorgeschlagenkriegens ist halt ätzend für uns Menschen. Das heißt, wir Menschen mögen es einfach in der Regel nicht, wenn ein anderer besser weiß, was wir wollen als wir selbst. Und dann wollen wir schon mal aus Prinzip was ganz anderes. Es kann man einschränkend sagen, es gibt Situationen, wo es super angenehm ist, dass ein anderer besser weiß, was wir wollen als wir selbst. Also wo wir uns so fallen lassen können, ja, so, ach, ja, so in die Richtung. Das ist ganz, ganz toll in der Situation, aber die ganze Zeit über will das kein Mensch. Kein Mensch will von dem perfekten Tyrannen, von dem perfekten Diktator, vom perfekten Algorithmus, von der perfekten Artificial Intelligence regiert werden. Und das ist eine anthropologische Konstante. Ja? Kein Mensch will regiert werden. Das ist der Grund hinter dem, was mal Politik hieß. Und das ist der Grund hinter dem, was mal Demokratie hieß, dass Menschen nicht gern regiert werden, nicht gern beherrscht werden. Und dass wir deswegen uns alle diese Form der Herrschaft des Regiertwerdens halt auflösen in was anderes, in wechselseitige, bewusste Beeinflussungsprozesse. Das ist ja letztlich Politik, wenn sie gut gebaut ist. Das ist Demokratie, wenn man halt mit ihr ernst macht. Ja? Also das ist keine, auch der Begriff Kratein, also Herrschen in Demokratie, ist eigentlich ein Fehlgriff. Das hat man auch in der Entwicklung der Demokratie eben gar nicht gebraucht. Da hat man von Isonomie gesprochen, eben von der Gleichordnung oder von dem gleichen Zugriff auf die Ordnung, dass wir alle gleichen Einfluss auf sie haben, aber man hat nicht von Kratein, von Herrschen, das kam erst nachträglich. Und das kam dann von Philosophen und da muss man eh vorsichtig sein, was da die Philosophen machen, weil die haben von vornherein in Herrschaftsbegriffen gedacht, da waren die eigentlich politisch schon einen Schritt weiter. Also es war eigentlich ein Rückschritt, was dann bei Platon und Aristoteles passiert ist. Politikgeschichtlich gesehen. Wenn man sich anguckt, was vorher gelaufen ist mit Kleisthenes und Solon und so. So, also, ja. Also das mit dem Beherrschtwerden, ich glaube, da kommen wir einfach nicht hin. Nicht, wenn wir die Komplexität des menschlichen Wollens und die Beziehungsdynamiken, die bei unserem Wollen eine Rolle spielen, wirklich ernst nehmen. Also sprich, wenn wir uns selber ernst nehmen als Beziehungswesen, als soziale Wesen, die wir halt von Anfang bis Ende sind, ob wir wollen oder nicht. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, all ihr Mitverrückten da draußen und die künstliche Intelligenz, die uns beherrschen will, die tut mir jetzt schon leid. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotiendam.